Stellen wir auch hier alle Athleten einmal vor, die Startnummer 88, Olena Riabikova von Spiegel Fitness. Die eine an 11, Marina Fleming vom Team Fitschein, Groß-Carolina-Feld. Die eine an 12, Corinna Kühls, Orange Fitness, Club Wolfenstein. Die eine an 13, Irina Höke vom Team Hahn. Startnummer 114, Christina Lukaschik vom Team Ende. Die 115, Jelena Kornel vom JLM Academy. Die 116, Mandy Brück. Die 117, Laura Lippitzel vom Fitschein Kursler Rüberfeld. Die 118, Magdalena Lodotinski, Body Team Engel. Die 119, Diana Schwarz vom Smash Park Schwandu. Die 120, Jessica Müller, Fitness M1. 121, Tanja Wilhelm, Sportschule Ludwigsburg. 122, Tanja Schirrer, Smash Fitness Club. Die 123, Nicola Dörfel von Geldtoffel. Die 124, Theresa Brunner von Muscle Based Gym. Die 125, Shanti Kinski von Team Sport Norden. Und die 126, Jürg Müller von Voloniuk von Top Body. Wir wechseln auch hier einmal durch, dass wir den gleichen Blick auf alle haben, gleiche Lichtverhältnisse, vor allem bei so einem großen Feld. Da haben es die Kampflichter natürlich schwer und die schauen natürlich jetzt schon, wer da in die Top 6 rutschen soll. Und natürlich die Zuschauer können auch nochmal richtig Gas geben, damit kann man vielleicht auch noch ein bisschen was ausrichten, deine Top-Athletin zu unterstützen. Und dann kommen wir auch hier wieder zu unseren numerischen Vergleichen. Aufmachen! Jawohl! Jawohl! Genau, im Hintergrund nicht nachlassen, die Kampflichter haben einen Blick auf alles. Bisschen drehen, Diana, nach vorne. Ja, genau. Und die Beine. Halte die Beine. Ja, ein bisschen aufmachen. Ja, genau. Eine Vierteldrehung zur Rückenansicht. Eine vierte Drehung nach rechts. Tanja Beine. Und eine vierte Drehung zur Frontansicht. Diana, halten die Beine jetzt. Jawohl, Bauch reinziehen. Ja. Den Arm locker. So. Sofort wieder in die Hose. Und jetzt kommt. Lenny, komm, auf geht's jetzt.
Aufstellen gleich. So, Beine, gleich die Beine. Sehr schön. Und lachen. Eine Finne drin nach rechts. Beine. Bauch rein. Jawohl. Eine Vierteldrehung vor Rückenansicht. Jawohl, Diana. Komm, Haare. Und etwas schneller. Komm. Und Rücken. Und gerade stehen. Eine Vierteldrehung nach rechts. Ich bin hier überlaufen. Bauch rein, Bauch raus. Und eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Jetzt Druck, komm. Und kommt die Beine. Ja, kommt die Beine. Danke. Ja. Bleiben die Beine. Beine. Jetzt. Eine Vierteldrehung nach rechts. Beine, Dian. Eine Vierteldrehung zur Rückenansicht. Etwas schneller, bitte. Schön aufmachen. Eine Vierteldrehung nach rechts. Und eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Alle, komm! Bisschen drehen, Tina. Ja, das waren sie, unsere numerischen Vergleiche. Die Mädels haben Gas gegeben, dafür haben sie denen schon einen Applaus verdient. Das ist alles ein Applaus. Wir natürlich jetzt selber nicht entscheiden wollen, wer da in die Top 6 kommt. Beine. Richter, schauen Sie alles an, zeigen Sie schon einen Daumen nach oben. Ist alles gut, oder? Super. Da kann man klatschen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da klappt sogar das Kampfgericht. 17 Mädels, 6 davon kommen ins Finale, von 11 müssen wir uns trennen. Beine! 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 Ersten Vergleich. Beine! Was ist das Bikini Fitness? Über 35 Jahre sind da unsere Frauen jung. Ist natürlich auch für die richtig anstrengend. Backstage-Bereich ist schon warm, auf der Bühne noch wärmer. Oder merkst du die Wärme? So wie gestern, ja. So wie gestern. Es ist richtig anstrengend, aber es lohnt sich. Es gibt nochmal 6 Pokale, es gibt danach nochmal auf jeden Fall die Chance, sich zu beweisen im Finale für 6 von euch. Nicht locker lassen, solange die Kampfrichter schauen, wird noch was entschieden. Was noch? Bleib mal noch ein bisschen stehen. Wie schaut es bei dir aus? Alles super. Alles entspannt. Die Mädels sind fit. Deswegen auch nochmal ein richtiger Applaus. Es wird den besten Zuhörer geben. Halten, Diana. Weiter. Ganzen Tag gewartet für den Moment jetzt. Da hoffen wir natürlich, dass man direkt als erstes aufgerufen wird. Dass man direkt die Chance bekommt, im ersten Vergleich seine Posen zu zeigen. Aber denkt dran, alle Vergleiche sind entscheidend. Und am Schluss werden 6 ausgewählt, die ins Finale kommen.
Es hat auch schon mal oft eine Überraschung gegeben, wo man gedacht hat, ja, das ist die Top 6 und am Schluss kam es dann doch nochmal ganz anders. Mehr Beine. Deswegen sind da wirklich jede Sekunde, jede Pose. Auch hier jetzt das Grundstellung halten ist wichtig. Das muss man üben zu Hause. Stunden lang. Sonst verliert man genau da die Punkte. Vor allem in der Klasse, wie der Bikini-Klasse, geht es um Präsentation. Da geht es nicht darum, wer hat die meisten Muskeln oder wer ist am härtesten, sondern wer bringt am meisten Ausstrahlung mit. Wo ist die Form am schönsten für die Bikini-Klasse? Deswegen, die Präsentation ist auch hoch. Aber unsere Mädels grinsen alle, sind alle gut drauf. Beine. So, schön halten. Was gibt es nach dem Wettkampf zu essen? Gut, ja, alles ist schon mal gut. Lange Diät hilft sich da auf jeden Fall auch nach so einem langen Tag. Man kann ja jetzt auch heute nicht viel essen. Man muss schauen, der Bauch muss flach bleiben. Da kann man nicht zu viel reinschauen jetzt den ganzen Wettkampftag. Das heißt, auch da muss man noch ein bisschen ruhen. Ja, Beine halten. Das freut man sich natürlich dann auch auf das Essen danach. Umso besser schmeckt es, wenn man Pokal braucht. Jetzt. Diana auf. Ja. Jetzt will ich das Publikum noch mal richtig hören, das ist jetzt echt lang schon. Richtig nochmal ein richtiges Feuer für unsere 17 Bikini-Mails. Der Basis des Bikini-Kindes. Jawohl! Es wird alles auf Video aufgenommen. Das hört man auch später nochmal, wie ihr geschrieben habt. Jana spielen. Das ist auch tatsächlich die längste Entscheidung des heutigen Abends. Ich würde es aber selber auch nicht entscheiden wollen. So, wir beginnen mit einem Fünfervergleich mit den Startnummern 88, 115, 116, 118 und 125. Eine Vierteldrehung nach rechts. Und eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Dankeschön. Jawohl! Und
Komm, Regina, geht alles jetzt! Mega! Und die Schlafnummer 119. Nochmal schick die Ellbogen vor. Ja, wow. Perfekt. Jetzt zeig dich mal, Diana. Dreh dich mal ein bisschen. Komm, reiß die Beine. Mach die Beine bitte mehr durchstrecken. Seitlich stehen, mach den Latt auf. Eine Vierteldrehung nach rechts. Super. Jawohl. Ja, Maria. Bauch ein bisschen drehen. Bisschen drehen. Sehr schön. Eine Vierteldrehung zur Rückenansicht. Ellbogen vor, schieben, Ellbogen vor. Latt links. Latt auf, klar. Und? Seitlich stehen. Jawohl. Eine Vierteldrehung nach rechts. Dreh dich bitte in ein Verschieben. Auch mal ein bisschen drehen zu den anderen. Schieb den Kopf hoch. Super. Und eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Dreh dich bitte sehr gut. Sehr gut. Ja. Dankeschön. Jawohl. Auch hier nochmal Applaus für unsere Mannschaft. Seitlich stehen, komm, seitlich stehen. Seitlicher stehen, so, anspannen die Beine.